Hallo und herzlich willkommen, liebe SGS-Fans, hier zu unserem neuen Format Inside SGS, der Talk. Und ja, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir werden heute mit unserem Cheftrainer Markus Hübner sprechen. Hallo Markus. Hi. Und wir sprechen natürlich als erstes über das Wichtigste, nämlich das Sportliche rund um die SGS. Ich würde dich gerne fragen, wie zufrieden du mit dem Saisonstart so bisher bist? Eigentlich schon sehr zufrieden. Wir hatten im Endeffekt drei schwere Spiele. Unser Auftakt gegen einen guten Aufsteiger, 1. FC Köln. Wir hatten zwar mehr Spielanteile, aber letztendlich kann ich da mit dem Unentschieden sehr gut leben. Dann ein sehr gutes Auswärtsspiel in Leverkusen, wo wir gerade dann in der zweiten Halbzeit, finde ich, eine Top-Leistung abgeliefert haben. Und dann auch mit dem 0-0 gegen eine Mannschaft, die in diesem Jahr in der Champions League ist, gegen Hoffenheim. Auch da ein achtbares Ergebnis, 0-0. Mit ein bisschen Glück, finde ich, hätten wir sogar hinten raus auch gewinnen können. Und dann jetzt am Wochenende Pokal gegen den Tabellenführer der zweiten Liga, gegen SV Meppen. Auch da bin ich zufrieden. Wir haben die nächste Runde erreicht. Ja, vor allen Dingen besser als im letzten Jahr, wo wir dann auch ausgeschieden sind gegen eine Spitzenmannschaft aus der zweiten Liga. Also von daher bin ich auf alle Fälle zufrieden. Alles klar. Es gibt ja immer einige, die dann vor so einer Saison sagen, na, wie verpacken sie denn den Umbruch? Jetzt gab es ja wieder im Kader relativ viele Stützen, die dann weggefallen sind, relativ viele neue Mädels, die dazugekommen sind. Was sagst du dazu, wie das bisher funktioniert hat mit der Integration, mit dem Ganzen drumherum? Ja, es hat bisher gut funktioniert. Wir hatten, finde ich, auch das Trainingslager. Wir hatten eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Und vor allen Dingen, gerade auch im Trainingslager, finde ich, die neuen Spielerinnen super integriert worden. Und ich habe ja auch gesagt, dieses Jahr ist eigentlich der richtige Umbruch. Letztes Jahr, das war so ein Übergangsjahr. Und, aber ich glaube, das ist uns wirklich gut gelungen. Also die Mädels machen da einen super Job. Auch die neuen, es liegt ja auch oft an den neuen Spielerinnen, wie sie sich selbst integrieren. Und das ist, denke ich mal, die Mädels sind offen. Und von daher, glaube ich, sind wir da auch in einem sehr guten Weg. Kannst du denn auch diejenigen verstehen, die dann vor so einer Saison immer so ein bisschen skeptisch sind und sagen, schaffen sie das dieses Mal wieder? Oder sagst du, dass du da schon so ein Grundvertrauen hast, auch in die Mannschaft, dass sie die wieder aufnehmen? Ich habe da schon so ein Grundvertrauen. Also die Mädels, die dann vor allen Dingen länger bei der SGS sind, und wir haben ja jetzt auch schon da erfahrene Haudegen, die kennen das Ganze, dass uns dann irgendwann auch Spielerinnen verlassen. Und vor allen Dingen, aber ich auch als Trainer sage ja auch immer wieder, das ist ja so mein Standardsatz. Die Spielerinnen können in Essen den ersten oder den zweiten Step machen, und wenn sie dann irgendwann Nationalspielerin sind, deswegen, das war ja auch jetzt mit der Nicola Nyomi und Jana Feldkamp, dann ist das auch klar, dass die uns verlassen und dass wir dann immer wieder neue Spielerinnen integrieren. Also von daher ist das im Endeffekt unser Tagesgeschäft. Auch der ganze Staff kennt ja die Situation, also von daher ist das für uns nichts Neues, und ich vertraue da voll und ganz den Mädels, die auch schon lange da bei der SGS sind. Alles klar. Wir wollen noch ein bisschen natürlich dich heute in den Vordergrund stellen oder auch mit dir ein bisschen über dich selbst sprechen. Meine erste Frage dazu wäre, wie würdest du deine Charakterzüge, wie würdest du dich als Person so beschreiben? Oh, das ist eine schwierige Frage, aber ich denke schon, dass ich sehr ehrgeizig bin. Gerade was hier mein Job als Trainer betrifft. Habe aber auch im Laufe der Jahre eine gewisse Gelassenheit gelernt. Bin jetzt im Endeffekt seit 2003 professioneller Fußballtrainer. Und gerade auch dann, wenn man selber Kinder hat, glaube ich, kann man viele Situationen anders bewerten. Oder ich bewerte die Situation anders als vielleicht früher. Habe eine gewisse Gelassenheit abbekommen, ganz klar. Und vor allen Dingen, so als Trainer bin ich schon einer, der gerne ausbildet. Ich habe ja nebenher auch noch eine Fußballschule, die betreibe ich auch schon seit Anfang der 2000er. Also von daher passt das auch. Deswegen bin ich hier, glaube ich, auch am richtigen Platz hier bei der SGS, weil wir viele junge Spielerinnen in den letzten Jahren ausgebildet haben, und ich fühle mich einfach wohl und passt schon. Ja. Kommen wir nochmal so ein bisschen auf deinen Lebenslauf zu sprechen. Du hast das gerade im Vorgespräch schon mal so ein bisschen angedeutet. Welche Station hattest du so, bevor du hier zur SGS gekommen bist, oder wie bist du überhaupt Trainer geworden? Also ich komme ursprünglich aus Mayen, und da habe ich beim TuS Mayen gespielt. Wir hatten damals eine sehr, sehr gute Jugend.
Wir haben damals sogar in der U19 die deutsche Meisterschaft oder bei der deutschen Meisterschaft mitgespielt, sind wir leider ausgeschieden, aber hatten dann noch schon gute Spiele gegen Kaiserslautern um die Südwestdeutsche Meisterschaft. Bin dann mit 17 schon, habe ich in der ersten Mannschaft bei TuS Mayen gespielt. Wir waren damals in der Oberliga, dritte Liga. Und bin dann, hatte noch eine Zwischenstation mit 19 beim BC Ahrweiler und bin da entdeckt worden, mehr oder weniger, von Alemannia Aachen. Bin dann, Anfang oder Ende der 80er nach Aachen lang gewechselt. Hatte ich allerdings schon, oder war es für mich nicht einfach, da in den Stamm zu kommen. Weil wir hatten damals eine sehr, sehr gute Mannschaft, eine ambitionierte Mannschaft unter Peter Neurohrer. Ja. Bin allerdings dann da auch 4 Jahre geblieben, bin dann immer so gependelt zwischen erster und zweiter Mannschaft. Wir waren dann mit den Amateuren auch damals in der Oberliga, dritte Liga. Und war eine tolle Zeit und bin dann 2 Jahre nach Costa Rica gewechselt. War dann im Ausland, über Zufälle habe in Köln an der Sporthochschule studiert. Und habe dann Costa Ricaner kennengelernt, den Henry Duarte, der hat da in Köln seinen Fußballlehrer gemacht. Und wir hatten mittwochs immer so einen Kick auf dem Kunstrasen. Und mein Traum war schon immer, mal ins Ausland zu gehen. Und das hat dann gepasst. Und dann bin ich nach Costa Rica, habe dann Probetraining gemacht bei Liga Deportivo Alajuelense. Und habe dann da 2 Jahre gespielt, eine absolute Spitzenmannschaft in Zentralamerika. Und bin dann wieder nach 2 Jahren zurückgekommen, war dann in Würselen, Turo, Düsseldorf, also immer im oberen Amateurbereich, dritte Liga, dritte, vierte Liga. Und dann die letzte Station war von mir dann Union Solingen. Hatte aber da in meiner Zeit vor Aachen schon meine B-Lizenz gemacht und habe dann auch eine Jugendmannschaft trainiert. Und dann nach Union Solingen habe ich dann lange Beachsoccer gespielt, war dann Beachsoccer-Nationaltrainer, habe dann auch meine A-Lizenz und habe dann im Endeffekt Anfang der 2000er habe ich meine Beachsoccer-Karriere beendet und war dann bei Alemannia Aachen im Nachwuchsleistungszentrum und habe dann Fußballlehrer gemacht. Wie gesagt, ich bin jetzt seit 2003 professioneller Fußballtrainer. Also hast viel gesehen schon im Fußball, kann man sagen. Was gibt's denn für ein Ritual oder für ein Hobby, was du sagst, das mache ich, wenn ich mal nicht auf dem Fußballplatz stehe, das mache ich, wenn ich mal ein bisschen zur Ruhe kommen möchte? Ja, ich habe ja eine Familie, um die ich mich auch dann kümmern auch muss, ein gutes weil Hobby. Ich auch viel unterwegs bin. Ich habe 2 Jungs, der eine ist 9, der andere 13. Ich spiele beide auch Fußball. Mhm. Am Wochenende begleite ich die natürlich auch zu ihren Spielen, ist ganz klar. Dann haben wir ein schönes Haus auf dem Land. Ein relativ großes Grundstück, da muss ich mich auch drum kümmern und gerade dann auch so bei der Gartenarbeit entspanne ich oder sonst natürlich auch im Joggen gehe, Walken oder Fahrradfahren. Dann ist für mich auch wichtig, dass ich dann ab und zu, wenn wir mal ein freies Wochenende haben, dass wir dann mal, oder dass meine Frau und ich dann mal das Wochenende zusammen verbringen, dass wir irgendwo hinfahren. Wir wohnen ja im Münsterland, ist nicht so weit von Holland, wir sind beide Holland-Fans. Und suchen uns dann immer wieder mal eine neue Stadt aus und so entspanne ich dann noch mal auf andere Gedanken zu suchen. Ja, was bist du für ein Papa am Spielfeldrand? Bist du eher der da steht und in Ruhe sich das Ganze anschaut oder bist du dann auch der Ehrgeizige, der so ein bisschen Ich halte mich schon da eher zurück, weil ich ja selber auch Trainer bin. Klar, will schon, dass die Jungs dann auch gewinnen, ganz klar. Hab den Größeren auch dann ein Jahr selber noch trainiert. Aber bin da eher oder versuche zurückhaltend zu sein. Alles klar, okay. Jetzt gibt's ja im Verein auch das Grundkonzept, was wir gerade schon angesprochen haben. Wir setzen viel auf junge Talente natürlich und versuchen die irgendwie an den Spitzenfußball sozusagen zu gewöhnen, heranzuführen. Was würdest du sagen oder was würdest du den Leuten sagen, die denken, okay, das Konzept geht langfristig nicht unbedingt auf oder man sagt, die Konkurrenz wird einfach zu stark. In der Liga gibt's Mannschaften oder in der zweiten Liga auch, die nach oben stoßen, die deutlich mehr finanzielle Möglichkeiten haben, die deutlich mehr generelle Möglichkeiten haben. Was würdest du denen entgegnen? Ich bin schon davon überzeugt, dass dieses Konzept aufgeht, weil wir hier einfach eine gute Qualität haben in dem Verein. Wir haben einen Top-Jugendkoordinator, wir haben sehr, sehr gute Jugendtrainer. Und das war letztendlich auch, als ich anfing hier in Essen, im Endeffekt das Wichtigste für mich, dass ich immer gesagt habe, wir brauchen in allen Bereichen eine gute Qualität. Und es gibt ja im Endeffekt so viele gute junge Spielerinnen, die auch zum Teil in den Top-Vereinen, dann in der zweiten Mannschaft spielen.
Und von daher, da haben wir uns ja jetzt, wir haben ja gerade in den letzten Jahren viele Spielerinnen von VW Wolfsburg, von Frankfurt, von Bayern, letztes Jahr auch eine Spielerin, die zu uns gestoßen ist. Also von daher, glaube ich, wird dieses Konzept immer weiter bestehen. Liegt natürlich dann noch, dass man wirklich die Trainer halten kann, dass wir auch oben in der ersten Frauenmannschaft weiter eine gute Qualität haben. Wir haben mit unserem kompletten Staff einfach gute Leute und von daher bin ich da total optimistisch, dass wir das auch die nächsten Jahre halten können. Mhm. Ist natürlich klar, dass die anderen Mannschaften auch investieren, auch in junge Spielerinnen investieren. Aber ich glaube, wir können da immer wieder auftrumpfen mit dem familiären Charakter des Vereins, dass hier im Grunde genommen, dass die Spielerinnen sich auf die Leute verlassen können und dass auch eine gewisse Menschlichkeit hier in Essen herrscht. Und von daher bin ich da total optimistisch, dass wir da auch die nächsten Jahre weiter bestehen werden. Alles klar. Gibt es denn so einen Moment, wo du sagen würdest, du bist ja jetzt schon einige Jahre hier, wo du sagen würdest, den möchte ich nochmal erleben oder das war mein Highlight-Moment hier bei der SGS? Ja, ganz klar. Die beiden Pokalfinals war natürlich ein Top-Moment, war, als Irini dann gegen Wolfsburg praktisch mit dem Schlusspfiff das 3-3 erzielt. Und da habe ich auch schon gehofft, dass wir dieses Spiel dann gewinnen, wenn wir die Verlängerung überstehen. Sehr gut. Wolfsburg war dann Ticken cooler im Elfmeterschießen. Ich hatte lange daran zu knabbern, schon einige Wochen. Aber im Endeffekt war das eine super Erfahrung. Wir haben eine tolle Leistung abgeliefert und auch nachher das Feedback von den Leuten war total positiv. Und ich glaube, wir haben da eine tolle Werbung für den Verein gemacht. Und deswegen war es umso wichtiger, dass wir jetzt am Wochenende auch das Spiel gegen Meppen gewonnen haben. Mhm. Weil wir wollen auch da im Pokal wieder weit kommen und wollen uns dann jedenfalls auch wieder für ein Finale qualifizieren. Ja, du sprichst das gerade schon an. Was ist denn in dieser Saison jetzt noch möglich? Also sowohl in der Liga als auch vielleicht im DFB-Pokal? Ja, also in der Liga denke ich da, oder denken wir alle eigentlich nur von Spiel zu Spiel. Wir haben jetzt schon mal diese 5 Punkte. Wir haben gute Leistungen absolviert. Wir haben vor allen Dingen jetzt 4 Spiele nicht verloren, haben wenig Gegentore bekommen. Und von daher, jetzt ist das nächste schwere Spiel gegen Potsdam. Also ich denke da wirklich nur von Spiel zu Spiel. Da wäre es natürlich schön, wenn wir jetzt am Wochenende auch mindestens wieder einen Punkt erzielen würden. Dann kommt das nächste Spiel Frankfurt. Die haben natürlich dieses Jahr auch wieder ganz andere Ambitionen. Also von daher, denkt mal von Spiel zu Spiel. Damit sind wir jetzt, denke ich mal, gut gefahren. Alles klar. Wenn man jetzt mal auf die langfristige Entwicklung vielleicht auch schaut, was denkst du, was mit der Mannschaft oder was generell rund um den Verein in der Liga auch möglich ist, wo man eventuell auch mal angreifen kann? Was ist so deine Vision von der Liga? Also ich glaube jetzt dieses Jahr, oder wenn wir die Mannschaft halten, die wir jetzt dieses Jahr haben, und deswegen war für mich jetzt erstmal, oder ist entscheidend, dass wir uns dieses Jahr stabilisieren in der Liga. Wir haben das eben angesprochen, die neuen Spielerinnen sind gut integriert. Wir haben einen super Team-Spirit und deswegen dieses Jahr stabilisieren. Und nächstes Jahr, glaube ich, oder der entscheidende Punkt ist schon, dass wir das Gros der Mannschaft halten. Das dieses Jahr finde ich ganz, ganz entscheidend. Und dann, glaube ich, können wir auch jetzt in 2-3 Jahren dann noch mehr den Blick nach oben richten. Mit dieser Mannschaft, wenn man tatsächlich eine Spielerin halten soll. Und da sind wir natürlich sehr gespannt drauf. Ich freue mich drauf, dass ihr eventuell mit dabei bleibt hier bei Inside SGS, der Talk, und in die nächste Folge, die dann bald auch schon erscheinen wird, reinschaut. Bis dahin sage ich Ciao hier von der Adelhütte. Bis dahin.